Zweifellos schnellen Startphase. Pferde ordnen sich ein, alle 10 in diesem ersten Vorlauf, ganz innen Monster Drive. Der zweite Favorit und neben ihm Up and Quick, der bei glatt 3 Euro im Moment als bestgewettetes Pferd hier auf die Startmarke zugeht. Erster Vorlauf zum Schweden Cup in diesem Moment gestartet. Monster Drive kommt riesig in die Partie. Up and Quick erwartungsgemäß längst nicht so gut. Monster Drive ist an der Spitze, wird aber bedrängt von Traveling Man und der geht vorbei. Traveling Man hat hier das Kommando in der ersten Kurve gegen Monster Drive. Weit außen Partout Simoni, ja, der findet keine Lage. Es sei denn, Traveling Man lässt ihn fahren und das sieht nicht so aus. Traveling Man behauptet sich hier zunächst. Außen Partout Simoni in den Monster Drive. 5-7-1 die Reihenfolge. Dahinter Classic Grand Cru mit einer Traumlage. Und so geht es vom Ziel ab vorbei auf die Schlussrunde. Partout Simoni bricht den Angriff ab, ordnet sich ein an die Innenseite in die dritte Position. Traveling Man führt in den zweiten und bereits vorletzten Bogen. Dahinter geht Monster Drive. Dritter ist Partout Simoni. An der Außenseite Classic Grand Cru jetzt nicht mehr mit der ganz so brillanten Lage ohne Führpferd. Und da ist Up and Quick sehr weit hinten im Moment und muss da erstmal sehen, dass er Boden gut macht. Das versucht er jetzt in der dritten Spur. Der Franzose, der Favorit dieses Rennens, rückt da auf. Vorne geht Traveling Man. Traveling Man gegen Monster Drive. Außen Classic Grand Cru, innen Partout Simoni. Dritte Spur für Up and Quick, der da zunächst nicht wegkommt. Und der Schlussbogen ist bereits erreicht. 500 Meter noch bis zum Ziel. Traveling Man führt. Traveling Man gegen Classic Grand Cru innen Monster Drive. Ja, wenn der rauskommt, ist das die Traumlage. Dann David Sisu wird hier auch außen eingesetzt. Und Up and Quick, der tut sich schwer. Der tut sich schwer und wird hier wohl kaum noch gewinnen. Traveling Man ist vorne und löst sich. Traveling Man, außen kommt David Sisu in den Monster Drive und ganz außen Up and Quick, natürlich viel zu spät, aber er erreicht das Finale noch. Der Sieger heißt Traveling Man mit Johann Untersteiner für 6,40 Euro.